Ja, herzlich willkommen zu Teil 2 meines Vlogs. Heute wieder aus Alanya. Wir sind auf dem Weg, wie ihr seht, mit dem Auto nach Alanya. Und zwar bringen wir meine Schwiegertochter zu ihren Eltern in das Hotel. Die haben nämlich in Alanya für 2 Wochen ein Hotel gebucht mit der Familie und meine Schwiegertochter geht natürlich dann gerne zu ihrer Family zurück, während Jimmy sich dann heute Abend, Allah izin verirse, auf den Weg zurück nach Deutschland macht. Nun aber machen wir uns erstmal auf die D400 Richtung Alanya City. Wie ihr wisst, sind wir ja nicht in Alanya direkt, sondern wir leben ja in Mahmutlaj. Das ist eine halbe Autostunde gut von Alanya City entfernt. Mein Schwiegersohn sitzt am Steuer und ich halte die Kamera so gut wie möglich auf die Straße. Ihr seht, es ist eine vierspurige Schnellstraße. Die eine Seite zu meiner Rechten führt Richtung Alanya und die andere Seite zu meiner Linken führt zu uns nach Mahmutlaj Richtung Ghazi Pascha. Und wenn wir nach Alanya reinfahren wollen, müssen wir aber Richtung Antalya, also auf der rechten Spur fahren. Jetzt sind wir schon fast in Alanya City angekommen. Das sieht man an der Burg, den ihr da hinten zu meiner Linken seht. Diesen Burgberg kann man besichtigen. Darauf gibt es nämlich eine schöne altertümliche Burg und der Ausblick ist einfach atemberaubend von dort auf die Skyline und auf das Meer von Alanya. Der Verkehr ist recht zähflüssig und träge und gefühlt an jeder 100 Meter Marke sieht man eine Ampel. Da ist ein Bazar zu sehen. Der ist auch relativ groß. Ich denke mal, dass der schon sehr viel Platz im Hintergrund beansprucht, der war relativ umfangreich, haben wir beobachtet. Wir waren früher einmal da, aber in diesem Jahr haben wir eigentlich nur unsere Bazare in Mahmutlaj besucht und wir sind auch nicht so die Bazargänger, es ist uns alles viel zu voll. Da hinten seht ihr auch noch die Zelte von den Bazaren und natürlich die riesigen Hotelkomplexe. Ich muss aber sagen, dass in Alanya auf dem Weg zu Alanya eigentlich kein so wunderschönes Hotel existiert, dass man sagt, oh mein Gott, ja, also wenn ihr in Antalya einmal spazieren geht, in Antalya Lara kann ich euch dort empfehlen, ihr werdet den Atem anhalten vor den riesigen Hotelburgen. Das ist zum Beispiel jetzt hier wieder eins der schöneren Hotels, finde ich. Das war auch lange Zeit leer zu der Gedönszeit, aber die anderen sind einfach nur XY-Hotels. Nichts Besonderes meiner Meinung nach und nichts Auffälliges und nichts Schönes. Geht nach Antalya, wenn ihr ein richtig luxuriöses Hotel mit riesigen, schönen Ambiente sucht. Antalya Lara wirklich zu empfehlen. Ich habe letztes Jahr mehrere Aufnahmen dort gemacht. Geht mal bitte dann Wolfsmama Antalya, dann zeige ich euch dort einiges. Ja, aber wir sind ja jetzt erstmal in Alanya und bewegen uns immer noch auf der D400 Richtung City. Wir sind immer noch nicht angekommen. Die Sonne knallt vom Himmel. Es ist ungefähr 14 Uhr 45 bis 15 Uhr, so um den Dreh muss es sein. Und wir stehen wieder mal im Verkehr. Wirklich gefühlt überall, an jeder 100 Meter Mark ist eine Ampel. Ne? Es ist so nervig. Aber man hat hier eine schöne Aussicht, insofern lässt sich das leicht ertragen. Jetzt sind wir in Alanya tatsächlich angekommen und die City beginnt. Und damit auch wird der Verkehr noch stockender als eh schon, als wir reingefahren sind. Noch sind wir nicht ganz drin tatsächlich. Wir befinden uns noch so in der Eingangsphase der Stadt. Aber man merkt schon die Geschäfte links und rechts. Hier ist das Grand Oaken Hotel, in dem die Familie meiner Schwiegertochter, die sitzen da auch schon, glaube ich. Gehen wir mal rein und sagen Hallo und dann das
Hotel gehen wir unseres Weges. Innen. Wir fahren dann zur Telekom und machen meinen Internetvertrag. Und dann gehen wir ein bisschen spazieren. Dabei. Hier mache ich jetzt mal erst so einen kleinen Rundumschlag. Zeige euch ein bisschen von der, ja, vom Eingangsbereich. Also wenn man reinkommt, dann ist das sozusagen die Treppe, die man am Eingangsbereich sieht. Erstmal müssen wir uns natürlich alle begrüßen und wir wurden eingeladen auf einige Erfrischungsgetränke. Wir haben da zum Beispiel eben zu meiner Linken einen Saft gehabt, den mein kleiner Enkel sich bestellt hat. Hier befinden wir uns jetzt tatsächlich bei dieser kleinen Roomtour, hätte ich es fast genannt, vom Eingangsbereich. Wenn man geradeaus weitergeht, kommt man zu einer Treppe, die führt nach unten in den Buffet- und Essensraum. Und da bin ich jetzt nicht besonders auffällig hineingegangen, weil der war leer und ich wusste jetzt auch nicht, ob man da so jetzt einfach so reingehen kann. Es ist keine Essenszeit, aber wie ihr seht, wird da dann wahrscheinlich das Buffet aufgebaut. Hier kann man nochmal eine Treppe hinunter und dann kommt man nämlich in den Fitnessbereich. Dort könnte man Fitness machen. Da sind auch einige Jungs, die schon ein wenig trainieren. Und sehr voll scheint das Hotel nicht zu sein, weil ich sehe eigentlich nicht so viele Gäste. Da ist nochmal so eine Art Rezeption. Und hier ist auch nochmal ein großer Bereich zum Essen vor dem Pool. Eingang. Und der Pool ist tatsächlich sehr klein hier in diesem Hotel. Das kann man nicht verschönernd darstellen. Wie ihr seht, war der jetzt zu diesem Zeitpunkt auch überfüllt. Und ja, also da gibt es schönere Poolanlagen. Das muss man einfach auch ehrlicherweise einmal so eingestehen. Jetzt gucke ich mich noch mal so ein bisschen weiter um. Und habe euch passend zum Buffet einmal ein paar Aufnahmen vom Abend mit dazwischen geschnitten. Meine Schwiegertochter war nämlich so lieb und hat mir einmal gezeigt, wie das Buffet abends aussieht und hat für euch ganz viele kleine Bildausschnitte mit gefilmt, damit ich euch das zeigen kann. Vielen Dank dafür. Das hat sie wirklich richtig toll gemacht. Und da seht ihr, wie umfangreich eigentlich auch das Buffet dort und sehr schmackhaft auch dargestellt ist. Und es gibt alles, was das Herz begehrt. Da lag der Poppes auf der Erde. Also wirklich sehr schön gemacht. Da wird auch gegrillt mit Döner und hast du nicht gesehen. Also die ganzen Süßigkeiten, also auch wirklich richtig schön. Auch die Obstsachen hier. Ja, und jetzt befinde ich mich wieder auf dem Weg zu meiner Familie. Da noch einmal die Treppen hochsteigend das Buffet, was ihr abends eben dann befüllt und eben schön begutachten konntet, geht man dann da die Treppe wieder hinauf zum Ausgang. Und da kann man dann wunderschön auch die Koffer sehen. Ich glaube, die gehören sogar unseren Leuten. Und da kommen wir dann in den Bereich der Leseecke. Erst einmal gibt es hier noch das Sekretariat und das Direktorzimmer. Das heißt Müdürzimmer auf Türkisch. Und hier kann man richtig toll lesen, Fernsehen gucken, den Abend so ein bisschen ausklingen lassen im Barbereich, eventuell mit Kaffee und Ähnlichem. Und ich weiß jetzt nicht, ob da deutsche Bücher zu finden sind, aber ich finde das auf jeden Fall eine richtig tolle Idee, dass da auch Bücher sind und nicht nur im Fernseher. Den Pool kann man auch von oben richtig toll anschauen. Ich denke, abends ist es auf jeden Fall ein Hingucker. Und da drüben nochmal die andere Hotelanlage. Und jetzt bin ich gleich live und in Farbe. Ich bin hier bei der türkischen Telekom und ich habe, letztes Mal, als ich hier war, haben die gesagt, ich muss wiederkommen im August, weil dann der Vertrag ausläuft. Jetzt sagen sie mir tatsächlich, wie auch ich gestern vermutet hatte, dass der Vertrag nämlich 24 Monate gilt. Also 2 Jahre steht ja auch drin. Ne? Naja, aber letztes Mal, als ich hier war, haben die auch den Vertrag genommen und sie haben gesagt, ich muss im August wiederkommen. Naja, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Kann ja sein. Naja, jetzt, jedenfalls muss ich nochmal meine Karte aufladen, meine Handykarte für meinen Sohn und mich. Und dafür muss ich wieder eine Nummer 10. Wir mussten eben auch schon mal eine Nummer 10, mussten aber nicht warten, sind gleich dran gekommen. Jetzt müssen wir aber nochmal eine Nummer 10, damit ich mein Dings verlängern kann.
und meine Mobilfunk hatte wieder aufladen kann. So. Und das machen wir jetzt. Und dafür müssen wir warten. Die Kinder stehen draußen. Meine Schwiegertochter ist abgeliefert. Wir haben ja noch im Hotel was getrunken und haben uns noch nicht unterhalten. So eine halbe Stunde. Das Zimmer war auch noch nicht fertig. Und dann haben wir alle sozusagen haben uns verabschiedet. Und ja, war traurig, aber sie sind ja noch da. Und genau, jetzt sind wir dann zur Telekom. Es ist ja hier gleich eine Straße weiter. Und wie gesagt, mein Internetvertrag geht noch ein Jahr weiter. Und meine Karten laufen ja immer ab. Nach einem Monat muss man ja wieder aufladen. Und das ist jetzt der Fall. Das versuchen wir. Deswegen mussten wir nochmal die Nummer ziehen. Und ich warte jetzt wahrscheinlich irgendwie an diesen Schaltern da hinter mir. Wir sind jetzt wieder im Alanium. Und hier in diesem Markt, da waren wir ja letztes Mal auch schon. Schauen uns ein bisschen um. Ich habe alles erledigt, erzähle euch dann noch zu Hause. Wie heißt der Laden hier? Leider läuft hier ein wenig Musik. Das ist eigentlich nur eine Stelle, die da so ein bisschen aus einem Lautsprecher Musik herausflöten lässt. Deswegen einmal ein Voice-Over wieder drüber gelegt. Ich finde, mir ist jetzt eingefallen, wem dieser Laden ähnelt. Und zwar ähnelt dieser Laden Real. Also ich finde, Real kann man richtig gut mit diesem Care for irgendwas vergleichen. Also es gibt Küchenutensilien, es gibt Schminke, es gibt Klamotten, es gibt Schuhe, es gibt Alkoholika en masse, es gibt Shampoos, es gibt Großverpackungen von Waschmittel, wie ihr seht, Tierfutter und alles, was das Herz sonst noch begehren könnte. Natürlich sind die Verpackungen viel größer als bei uns in Deutschland, obwohl das eigentlich Haushaltsverpackungen sind. Die wären bei uns wahrscheinlich eher in der Metro zu finden. Aber die türkischen Familien sind natürlich kinderreich meistens und sehr sowieso nicht so in einzelnen Familienmitgliedern sich befindlich und haben meistens viel größere Familienstrukturen als in Deutschland. Ich vermute mal, dass dementsprechend auch größere Verpackungen dort sind. Jetzt wollte ich euch noch unbedingt die Tefal-Pfannen zeigen, weil die sind ja typisch oft bei Real oder bei Rewe, kann man die auch oft finden. Bin aber nicht so nah mit dem Preis rangegangen, wie ich gerade finde. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Hier haben wir noch ein paar Klamotten, Strandsachen und Betten, Kissen und all so ein Kram. Kleider interessieren mich natürlich immer. Sowas hätte ich jetzt gern, aber das ist einfach alles viel zu eng. Wahrscheinlich eher so eine Kindergröße oder Jugendlichengröße. Hätte ich sowieso jetzt auch keinen Kopf für gehabt. Deswegen einfach nur mal kurz durchgeschaut. Das machen wir sehr gerne, beziehungsweise guckt euch mal das Hotel an hier. Wahnsinn. Jovi, wie viel kostet das denn? 799. Wie viel ist da drin? Ne? 3 Kilo. 3 Kilo Nutella. Guck mal hier, 3 Kilo Nutella. 799. Ja. Jimmy, hast du gesehen? Und das ist ganz klein. Ah. Und dann packst du den so rein. Ah, okay. Und dann lässt du den 20 Minuten ziehen. 65 oder wie? Ach so. 65. Oha. Eine bunte Abteilung voll Leckerei. Und hier ist es wieder diese Granatapfel-Geschichte. Tee wahrscheinlich. Oh mein Gott, das sieht schon lecker aus, aber ich mag das alles gar nicht. Die Fleischpreise kann man vielleicht auch noch mal gut gucken, wie das hier so ist. So wirklich frisch sieht das jetzt aber da nicht aus. Ne? Schon ein bisschen angelaufen. Habt immer in Erinnerung, ein Teller ist ungefähr 29 im Moment. Ich habe jedenfalls heute Morgen für 29 gewechselt, 1 Euro. Das sind die ganzen Hühnchengeschichten.
lecker aus, ne? Ja, die würde jetzt bestimmt. Denkst du an Zähne, ne? Oha, was ich da noch mal. Oha. Oh, Fisch. Fisch, Fisch. Fisch aus dem Alanya-Meer. Riecht auch frisch, also überhaupt nicht irgendwie schlecht. Hier ist noch so eine Kuchen- und Keksenabteilung, die Türken sind ja auch berühmt für ihre Kekse und für ihre Kuchen. Es lohnt sich immer, das mal zu probieren, weil das sieht wirklich sehr, sehr lecker aus alles. Oh, die sehen lecker aus. Mmh, und die auch. So, so lecker. Ne, diese Abteilung mag ich nicht. Also alles, was mit Zuckersirup in Verbindung steht, mag ich gar nicht. Aber das wisst ihr ja. Ja, das würde ich mal probieren wollen. Das kenne ich gar nicht. Aber das alles ist nicht meins. Guck mal das Brot. Das habe ich meine Mannschaft verloren. Als ich das Brot für euch aufgenommen habe, sind die auf einmal weg. Ich stehe hier mit der Hund allein. Und mit denen, keine Ahnung. Da ist mein Sohn. Gehe ich mal zu meinem Sohn. Eigentlich, den habe ich schon mal gefunden. Ah, da sind auch die anderen. Alles klar. Ich dachte, Jimmy ist noch an der Kasse, weil er den Teebecher bezahlt. Aber ich glaube, den hat er gar nicht genommen. Ich bin hier bei den ganzen Ketten. Gucken sich die Schweine an. Sehr schön, wirklich. Die sind auch immer schön. So einen hatten wir als Geschenk bekommen. Wartet mal, den haben wir als Geschenk bekommen. Ihr erinnert euch im Dorf vielleicht, ne? Den hatten die Schwiegereltern von meinem Sohn uns mitgebracht. Sehr schön. Der ist auch schön, da hinten der. Der ist richtig schön. Ich würde den nehmen. Die sind auch schön. Muss ich nur aufpassen, dass ich meine Leute nicht wieder verliere. Hier waren wir letztes Mal mit meinem Sohn Jimmy und mit dem Kleinen. Erinnert ihr euch? Hatten wir geguckt, ob wir ein Kartenspiel holen wollen. Wisst ihr noch? Ist schon wieder 5 Wochen her, glaube ich. Oder einen Monat? Nee, noch länger. Fast 6 Wochen. Oder 7? Ich habe keine Ahnung, vielleicht schon 7 Wochen. Tja, so sieht es hier im Alanium aus, hatte ich ja auch schon mehrfach euch gezeigt. Wir sind jetzt im Obergeschoss. Moment.